Kapitel 15, die Diebe von Libertalia, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem lieben Nathan Drake, zu Uncharted 4, ist Thief's End, mit mir den Pyrus. Wir sind hier immer noch in Libertalia und ja, müssen Hinweise suchen. Nichts. Denn wir sind den Schatz ziemlich nah, aber noch nicht durch. Noch haben wir ihn nicht. Sie? Ist es vielleicht doch ein Verrat unter denen gewesen? Aber wenn ich das jetzt mal hier so angucke, ich springe ja nochmal da drauf. Ich spiele hier einfach drauf. Sie. Bei ihm steht nichts. Wurden die Leute vielleicht doch einmal verarscht? Oh, schicke Klamotten. In deine Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Was zum Teufel ist hier passiert? Gute Frage. Was, wenn nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben. Und die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist. Und sind sauer. Ja, vielleicht. Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffs Destiny auf dem Weg nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen, Silber, Mogul, 93 Treugewicht. 9.000 Münzen, Silber, Mogul, 84 Treugewicht. Okay. Skulptur. Ich gehe erstmal kurz zu die Statue. Gold, Pferde mit Reiter, Mogul. Aber die Zettel sind vielleicht auch was wert. Mist. Nichts. Der steht nicht mehr auf. Was? Captain Avery. Sahst auch schon mal besser aus. Keine gute Zeit, um den Kopf zu verlieren. Dieb. Was, wenn ja alle als Dieb beschuldigt? Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Nathan, hier drüben! Ja. Oh, warte kurz. Ich hab was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Abschnitt G, Regal B, Inhalt wie beschrieben von R. Taylor, Bild, Juwelenbesitzer Dolch, Grüner, Gründer Al-Bazar, behauptet, dieser Juwelenbesitzer Dolch Großmogul Ausrang Sepp persönlich gehörte. Falls es wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bild, Perlenelefant, ein grandioses kleines Exemplar, bemalt in sattem Indigo.
mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selbst anzustecken. Wildjade-Vase. Die Details auf dieser skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jadebearbeitung. Gründer Al-Basra sagte mir, dass das Reich über ganze Wertstätten verfügt, die sich der Herstellung solcher Gegenstände widmen. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren. New Devon, wir kommen. Okay, auf nach New Devon. New Devon, nice. Also, wie kommen wir da hoch? Leute, ich würde sagen, wir haben unseren Hinweisen. Juhu. Okay, also haben die sich den einfach zurückgeholt. Oh gut, dann gehen wir nach New Devon. Okay. Hm? Hey, wie sieht's hier mit aus? Okay, bereit? Achso, ja, natürlich. Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Links überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Ja, nichts wie hoch. Das war eine echt gute Idee, Sam, aber ich bin nicht dran. Verzeihung. Oh, sorry, Condit. Tut mir leid, Dieb. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Ich glaube, ihm wird es nicht stören. Oh. Dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, schrei es nicht. Ich hab's ja gesagt. Nathan, siehst du den Turm? Klar.
Gut, so wollten die das also nicht. So. Ich denke, er kann sich einen Stock weiter unten auch noch festhalten, aber gut, so ist es also nicht. Ah, okay, hier geht's weiter. Hey Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Ganz schön aufgeregt. Na, werden wir ja lange hängen lassen. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Komm. Mach einen Sprung. Mensch, großartig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Hoch. Na los. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Ja, sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Ach. Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Nicht warten! Geh! Scheiße! Nathan! Nathan!
Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Steh! Nicht gut, nicht gut! Bei euch keine Feuerpause oder so. Das war so schön angenehm ohne euch. Also wenn die da sind, ja, der Ausflug zum Horrortrip. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach komm. Komm schon. Ja, was hältst du dir vor, stehen zu bleiben? Langsam hat sich Shoreline. Oh. Nein, das ist kein. Nein, 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 nein. Ja gut, das ist noch okay. Nein, das ist gar nicht okay. Oh. Das ist überhaupt nicht okay. Überhaupt nicht okay. Ich. Aber ich bin schon mal, dass ich Shoreline hasse so langsam. Verdammten Shoreline-Soldaten, ne? Ich war eben auch so geschockt, dass ich gar nicht dazu, gesagt habe, zur ersten Explosion. Überhaupt nicht gerechnet. Oh! Okay, halt, halt! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango! Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns zurück. Ah! Oh, Scheiße! Okay, das war härter als erwartet. Nadine? Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber... Wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, verdammt. Na gut, Sam. Komm her, Nadine. Oh. Okay, das war das Frühstück. Oh, das war das Gesicht. Ich hab genug von dieser Insel. Ich hab genug von ihrem Bruder. Oh. Ich hab genug von ihnen. Ja. Ich hab genug von Rippenbrüchen. Oh. Kommen Sie mal her jetzt. Nadine! Mensch, ich... Okay. Regel Nummer 1. In einer Beziehung zählt euch nie eine Frau, die Kampfsport kann. Das endet nicht gut. Zum Glück kann Elena keinen Kampfsport. Hey! Scheiße. Oh.
sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen. Leg sie hin. Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Was? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Wie bitte? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel, nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan!